Hallo meine Lieben, ja, willkommen zum XXL Craft Update. Ich habe das gerade eben schon gedreht und dann ist mir auf einmal die Kamera runtergeflogen. Oder gesagt, mein Tablet runtergeflogen. Ist aber heile geblieben und ich starte jetzt wieder einfach nochmal neu. Und zwar habe ich Lesezeichen, Rockercards, Karten und Mini-Alben gebastelt und ich fange mit den Lesezeichen an. Einmal dieses hier. Ich habe die auch schon eingetütet. Diese. Diese. Alles aus Restmaterial. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel Reste verwertet, somit auch Lesezeichen dabei gebastelt und auch andere Sachen. Das. So. Entschuldigung. So. Diese. Diese und den wollte ich euch gerade zeigen, das war einmal die Kamera abgeschmiert. Ich habe noch mehr für euch. Diesen. Einige Löcher sind größer als die anderen. Einige habe ich morgens mit meiner Stanzmaschine ausgekurbelt, damit ich meine Eltern nicht wach mache. Und einige so kleine, da habe ich die nachmittags gemacht oder vormittags, wenn meine Eltern wach waren. Dann habe ich diese hier. Diese hier. Diese. Diese. Die Lesezeichen sind 13 mal 9 cm. Kann man aber auch als Anhänger benutzen. Ups. Dann mal so ein bisschen Marvel so mäßig. Wintermäßig. Da habe ich einfach nur zwei Tags angeklebt in der Mitte in Vellum und um M und O. Und oben habe ich immer mit meinen Buchstaben und Zahlenstickers gearbeitet, weil da waren nur Reste da. Ich habe gesagt, warum machst du nicht in der oben Ecken Buchstabe oder Zahl hin? Und mal, was ihr da seht, das sind alles schon vorgefertigte Lesezeichen, also werden ein paar Lesezeichen gebastelt. Ich bin auch seit gestern in Weihnachtsstimmung, also das Weihnachtsbasteln. Und da habe ich gestern auch ein bisschen was gebastelt. Ordentlich viel gebastelt für Weihnachten. Diese. Diese. Diese.
Diese. Diesen. Da habe ich mal mit meinen Stempel koloriert und ausgeschnitten. Und ich kann euch, ich habe alles mit doppelseitiges Kleber geklebt, also ich musste mir gestern noch mal ein paar Rollen nachkaufen. Ich nehme es ja von Teddy, hält super. Habe auch noch das von Kreativbund noch hier, weil das hebe ich mir wirklich für Notfälle auf. Wenn ich meine, zum Beispiel jetzt nicht Sonntag merke, oh, du hast kein Kleber mehr, hast aber dann noch Kreativbond, kannst das Kreativbond nehmen. Ja, das waren jetzt die Sommersachen, sag ich mal, oder diese, was ich schon ein paar Wochen gemacht habe. Und jetzt kommen wir. Achso, ich habe noch ein Lesezeichen für euch, was noch nicht eingetütet ist. Und zwar. Diese muss ich mir noch eintüten. Und jetzt geht's mit Weihnachten. Ne, noch nicht. Einen Leser habe ich noch. Da. Das. Jetzt geht's aber mit Weihnachten los. Hab ATC-Karten gemacht. In Weihnachten muss ich noch hinten beschriften. Dann habe ich Weihnachtskarten gemacht. Ein loaded envelope. Und so sieht die andere Seite aus. Und ein Mini-Album. Ich muss aufpassen, dass ich mit der Kamera nichts umstoße. Genau, so dekoriert. Dann wieder ATC. Diese. Diese. Wenn ich weiß, was ATC sind, das sind Artist Trading Cards. Die sind 6,4 mal 8,9. Dann wieder eine Weihnachtskarte. Eine Weihnachtskarte wieder. Dann habe ich wieder Lesezeichen gebastelt, der Weihnachtsstil.
Diesen. Diese. Müsste ja wohl jetzt auch sein, ne? Eigentlich. Ich habe hier noch was vergessen. Ich habe noch Gläser von einer anderen Sorte. Also da sieht man, dass ich sehr viel gemischt habe. Also nicht gemischt, aber dass ich sehr viele verschiedene Sachen beigekommen bin. Das Lesezeichen. Das Lesezeichen. Das. Das und das. Und was ich vergessen habe zu holen, das hole mal. Und ich habe Rockercards gemacht. Rockercards sind Wippelkarten. Also. Warte. Sieh, was man so hinstellen kann und die dann wippen. Oh, könnt ihr euch sehen. Das sind diese Wipper-Cards. Könnt ihr immer noch nicht sehen, ne? Na jetzt. Das sind diese Wipper-Cards. Und da habe ich diese Variante gemacht. Ich habe mich welche für Advent oder auch für Weihnachten ein paar Tischdekos gemacht dafür. Diese. 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 Diesen. Diese. Diesen. Und diese. Ja, meine Lieben, das war mein großes XXL Craft Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!